Das schwebt jetzt auch so lächerlich in der Luft, fällt mir gerade auf, ne? Aber okay, das sieht nicht ganz so lächerlich aus, wenn es nach oben hin auch wieder so angebracht ist. Dann sieht es so aus, als wäre das total physikalisch. Das physikalisch korrekteste, was man jemals in Minecraft gesehen hat. Das sage ich euch. Das sage ich euch, Leute. Ja, aber ich finde das auch total langweilig, wenn man so physikalisch korrekte Gebäude und sowas baut. Das ist ja nicht der Sinn. Mache ich hier noch so eine Plattform hin, wieder unten. So eine Zwischenplattform, wo man immer dann, wo gleich dann die nächste Treppe nach, von mir aus jetzt rechts angeklatscht wird. Und dann wird das auch schon. Ja, das ist eine gute Idee. Dann können wir hier, das war jetzt zwar aus Versehen, aber wir können jetzt hier wirklich noch so Blöcke dranhängen. Das sieht nochmal ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Machen wir es ja auch nochmal. Zack. Und unten auch nochmal kommen. Und da hinten können wir das vielleicht auch nochmal machen nachher. Finde ich besser, wenn wir das so machen. So, das Lager war ja für uns schon hoch. Aber das ist nochmal, ist jetzt nochmal ein Stückchen höher als das Lager. Und der Weg, Alter, Scheiße. Das ist total hoch. Ich habe Höhenangst. Ich habe Angst. Ne, aber das ist jetzt wirklich hoch. Das ist wirklich, du kannst hier den ganzen Weg sehen. Wie ich gesagt, das sieht richtig geil aus in der Nacht, wenn das alles beleuchtet ist, der ganze Weg. Mit Fackeln. Alter, ich sag's euch, das wird was geben. Das wird richtig schön. So. Passt. Perfekt. Super. Und jetzt klatschen wir schon fast wieder auf den Boden. Ich sehe schon kommen. Ich höre die Knochen schon knacken. Ja, perfekt. Perfekt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Komm, komm. Noch ein bisschen, noch ein kleines Stück. Wir sind jetzt auf der richtigen Höhe. Wir sind auf der richtigen Höhe. Ich mache das nochmal so. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. So, wir haben es geschafft. Ich hätte die Treppe zwar noch ein bisschen weiter mittig angebracht, vielleicht. Hätten wir vielleicht noch machen sollen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Endlich, endlich, endlich. Puh. Das sieht hier schon oben schon ein bisschen imposant aus, muss ich sagen, ne? Auch hier oben mit dem anderen, mit dem, da hinten mit dem anderen Baum noch. Das sieht schon wirklich sehr imposant aus mit dem Lager. Wie gesagt, wir können hier vielleicht nochmal eine Brücke rüberbauen aus Blättern oder so. Das wird auch ziemlich cool aussehen. Das ist eine Blätterbrücke oder so ähnlich. Das wäre auch noch total cool. Oder aus Holz meinetwegen. Aus Blättern würde ich ein bisschen stylischer finden, aber okay. Ist ja alles Geschmackssache. Das finde ich echt cool hier. Das finde ich cool. Das freut mich, dass wir es so hoch geschafft haben. Ich weiß nicht, ich will jetzt ungern hier was mit der Schere wegbauen. Da unten haben wir auch was mit der Schere weggebaut und das hat ja auch nicht so geklappt irgendwie. Nee, das rühren wir hier oben alles nicht an, damit wir hier bloß nichts versauen. Das machen wir dann eben so. So. Müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Und ich glaube, ich mache hier mal. Das ist hier mal so ein Ort, da muss ich die Ranken echt wegmachen. Denn das hier, das geht gar nicht. Kriege ich das noch höher? Kann ich das noch ein Stückchen? Ein ganz kleines Stückchen. Nein, geht nicht, okay. Aber die kommen weg. So. Dann müssen wir jetzt als nächstes. Genau, erstmal hier, das wollte ich nochmal kurz machen. Da nochmal hier so kurz so zwei Blöcke hinsetzen. So, und dann kann hier. Meinetwegen kann das hier noch so hin. Sonst ist als allernächstes, genau. Als nächstes müssen wir jetzt gleich nochmal. Die sind hier so klein aus im Gegensatz zu dem, was wir da oben hingebaut haben. Die Weizen habe ich von da oben gesehen, dass die fertig sind. Die würde ich gerne nochmal abbauen. Abernten. Das Weizenfeld vergesse ich auch immer. Keine Ahnung, das ist so unpräsent hier hinten. Fällt niemanden auf. Aber wir haben uns hier wirklich schon unser, muss ich sagen, unser Imperium aufgebaut, ne? Was wir alles haben da unten. So mehr so die Käfige, dann unser Wohnbereich, dann hier oben noch, dann so eine Aussichtsplattform, hier das Lager, eine Weizenfarm. Also wir haben hier oben wirklich schon massig viel gebaut.
Okay. Was wollte ich machen? Ich weiß es nicht. Das gibt's doch nicht. Irgendwas wollte ich schon wieder. Ah ja. Genau, ja. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Andauernd vergesse ich's. Zäune. Zäune sind ganz wichtig. Das ist was ganz Tolles. Mit Zäunen kann man was Schönes machen. Wir können nämlich Safety First machen. Das ist wichtig. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwer mal auf den Boden klatscht. Machen wir das so. Gehe ich mal so langsam, traue mich mal so langsam ran. Ach, das geht doch besser so. So, passt doch. Gut, dann würde ich das hier auch noch mal ein bisschen machen. Ich würde das hier so haben und da so. Ja, es geht doch, oder? Nee. Irgendwas ist da verkehrt. Müssen wir mal schauen, machen wir das mal noch mal weg. Nein. Egal, was soll's, wir haben genug Holz. Wenn mal ein so ein Holzstück runterfällt, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann ist das nicht die Welt. So, ich weiß jetzt nicht, wo das Problem liegt, aber irgendwie. Na egal, es sieht halt so aus. Ist es halt jetzt ein bisschen anders. Auf der Seite. Ich weiß nicht, wieso eigentlich. Okay, es geht nicht. Da ist nämlich eine Fackel dran. Wahrscheinlich, weil da die Blätter sind. Egal, naja. Da haben wir irgendwas. Da haben wir irgendwas falsch gemacht. Hier unten. Da muss was anderes hin. Geh mal weg. So. Macht jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied. Ich weiß nicht, wo wir den Baufehler haben, aber irgendwo scheint er zu sein. Ich weiß. Ich hätte das vielleicht auch fast so gelassen, weil es so ein bisschen. Muss ja nicht alles immer so ganz symmetrisch aussehen. Dachte ich mir so. Muss ja nicht sein. Genau, dann müssen wir den so drauf klatschen und dann sieht das genauso aus. Genau. So ist es. Nein. So, so. So, und den können wir wegbauen. Den finde ich hässlich. Nein! Ah, nein, das ist jetzt ganz kacke. Das musste ich jetzt auch machen. Nein! Ah, Mann, ich dachte, jetzt falle ich noch runter. Jetzt habe ich das abgebaut ohne Schere. Das ist ganz schlecht. Ich hoffe mal, jetzt passiert hier nichts weiter an dem Baum, dass hier nicht sich schon wieder Blätter auflösen. Aber okay, müssen wir schauen. Den Zaun lasse ich jetzt da unten liegen. Das ist mir jetzt scheißegal. Wenn der nicht will, dann will er nicht. So. Ist ein bisschen dunkel hier hinten. Ich glaube, ich zünd mal ein paar Fackeln an. Ich mache das jetzt gerne mal hier nachts so. Ich find das ganz hübsch. Will ich mal machen. Hä? Ich dachte, Fackeln haben wir bis zum Abwinken. Ich dachte, Fackeln haben wir. Unglaublich viele. Haben wir das irgendwie in der Mine gelassen, unsere Fackeln? Wollten wir damit. Oder haben. Nee, haben wir unsere Fackeln. Haben wir die alle da mal hingelegt, weil wir dachten, da brauchen wir die? Oder. Wir haben diesen Mineneingang. Haben wir es dafür verwendet? Nee, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wir brauchen auch noch Fackeln, um die Wege da hinten auszuleuchten. Ein paar Fackeln stehen da ja schon, aber nicht genug. Muss ich mal schauen. So. Machen wir so. Ein paar Fackeln müssen wir schon machen. Aber Holz ist hier auch so der Grundbaustein, ne? Ohne Holz geht nichts. Ohne Holz ist hier gar nichts. Fackeln brauchst du und wenn man so Holzbaumhäuser macht wie hier gerade, da ist ja Holz ganz besonders wichtig. So, was ich mir aber auch vorstellen kann, nicht nur unten. Oh, nein, 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 nein. Oh, wirklich? Alter, ich habe mich auch schon wieder so verjagt, als explodiert ist. Hässliche Scheißviecher, ganz im Ernst. Wieso? Genau aus dem Grund wollte ich hier ein bisschen mehr Licht hinmachen. So, jetzt mache ich hier aber wirklich ganz viel Licht hin. Schon hier, schon im Voraus. Da kommt das grüne Arsch einfach auf uns zu. Ich glaub's nicht. Na, dann sehen wir mal, was eigentlich so auf unseren Dächern rumläuft nachts so. Jetzt wissen wir das mal.
Echt so ein grünes Arschloch, ne? Mann, 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 Mann. Wie ich die Dinger hasse. So, machen wir noch ein paar mehr Stöckerchen. Dann mache ich auch. Oh Mann, müssen wir wieder zur Werkbank laufen. Ich will doch nur ein bisschen zaun. Wobei ich glaube, wir haben so viel. Wir haben so viel Holz. Ich glaube, wir machen jetzt mal. Wir brauchen das Holz ja nicht mehr. Momentan. Außer vielleicht nochmal oben für die Plattform. Da können wir nochmal neu holen. Aber als allererstes ist jetzt hier Zaun ganz wichtig. So, ja, machen wir weg. Komm. Fackeln haben wir da unten welche. Und da oben noch. Achso. Ich habe mich schon gefragt, wo die Fackeln abgeblieben sind. So, ich hoffe, das war es jetzt mal. Ich habe nämlich schon wieder einen Zombie gehört. Ich glaube aber nicht, dass er hier oben war. Trotzdem ziemlich wenig Zaun, was wir hier haben, ne? So, hier auch nochmal kurz. Wie schnell das hier nachwächst. Die verdammten Ranken. So. Jetzt können wir auch nochmal. So machen wir das. Dann machen wir es hier auch so nochmal. Hier, zack. Zack, fertig. Hier nochmal so. Hier auch nochmal so. Perfekt, haben wir es ein bisschen symmetrisch noch gehalten. Und dann müssen wir mal ganz kurz jetzt das mal hier mit richtigen Fackeln ausleuchten. Also wir machen mal, hier machen wir einen hin. So. Jetzt ist es hier nochmal, das ist im Dunkeln ganz gut, weil sonst muss man ja immer am Tag, muss man ja immer einschätzen, ab wo es dunkel wird. Das ist also eine gute Arbeit nachts, für nachts. So, können wir hier oben nochmal einen hinmachen. So, die Fackel kann weg. Können wir vielleicht hier nochmal eine hinmachen, wer weiß. Einfach weil wir zu viele Fackeln haben. So. Sieht doch schon einladend aus, oder nicht? Gut, ich weiß nicht, sollen wir das hier so leer lassen? Nee, da muss auch noch irgendwie Safety First, müssen wir noch irgendwas tun. So in Richtung Safety First. Aber das sieht auch schon cool aus, ne? Da unten sieht man schon so die Brücke. So stelle ich mir das ungefähr vor. Nur das wird noch heftiger. Wenn der ganze Weg da beleuchtet ist. Alter Falter, wird das gut aussehen. So. Ja, so können wir das machen. Das kann schon, das wird mega hammergeil aussehen, das sage ich euch. Gut, hier unten haben wir jetzt frei, ist aber nicht so schlimm. Das kann so bleiben. Wir brauchen ein bisschen Holz, wieder ein paar Holzbretter können wir uns gerne nochmal holen. Ja, aber das kann ich mir schon echt cool vorstellen, wie das dann aussieht. Die Nacht ist auch schon wieder gleich vorbei. So, erstmal hier. Hier ist schon mal wichtig. Irgendwie da so. Und dann da unten so, genau. So machen wir hier auch so. Ist nur ein bisschen schwieriger. Müssen wir dann hier unten ran pflanzen. So. Machen wir so. Und dann irgendwie noch. Komm. Komm. Ah, perfekt. Wusste ich gar nicht, dass ich das. Ich bin selbst überrascht, dass ich das jetzt so gut hinbekommen habe. Auf der einen Seite hier, auf der hier. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass wir da zwei Fackeln haben. Und nun ist jetzt schon wieder Tag. Ich mag das nicht. Ich mag den Tag nicht. Hau ab, Sonne. Ich habe keinen Bock auf dich. Der Mond soll noch hier bleiben. Es war eben so schön. So schön in der Dunkelheit da unten noch so, das war echt, das war schön. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Okay, müssen wir hier auch wieder ein bisschen ranbauen. Schaffen wir das? So. Versuchen wir es hier auch nochmal. So.
Dann hier unten auch nochmal so ein bisschen. So. Okay, ist jetzt ein bisschen missglückt. So kann man das machen vielleicht. Auf der Seite dann vielleicht auch nochmal so und dann unten. Ja, okay, meinetwegen. So können wir das machen. Soll mir recht sein. Komm. So. Dann ist wichtig, das ist was ganz Tolles. Mit Zäunen kann man was Schönes machen. Wir können nämlich Safety First machen. Das ist wichtig. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwer mal auf den Boden klatscht. Machen wir das so. Gehe ich mal so langsam, traue mich mal so langsam ran. Ach, das geht doch besser so. So, passt doch. Gut, dann würde ich das hier auch nochmal ein bisschen machen. Ich würde das hier so haben und da so. Ja, es geht doch, oder? Nee. Irgendwas ist da verkehrt. Müssen wir mal schauen. Machen wir das mal nochmal weg. Nein. Egal, was soll's. Wir haben genug Holz. Wenn mal ein so ein Holzstück runterfällt, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann ist das nicht die Welt. So, ich weiß nicht, wo das Problem liegt, aber irgendwie. Na egal, sieht's halt so aus. Ist es halt jetzt ein bisschen anders. Auf der Seite. Ich weiß nicht, wieso eigentlich. Okay, es geht nicht. Da ist nämlich eine Fackel dran. Wahrscheinlich, weil da die Blätter sind. Egal, naja. Da haben wir irgendwas. Da haben wir irgendwas falsch gemacht. Hier unten. Da muss was anderes hin. Geh mal weg. So. Mache jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied. Ich weiß nicht, wo wir den Baufehler haben, aber irgendwo scheint er zu sein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hätte das vielleicht auch fast so gelassen, weil es so ein bisschen. Muss ja nicht alles immer so ganz symmetrisch aussehen. Dachte ich mir so. Muss ja nicht sein. Genau, dann müssen wir den so drauf klatschen. Dann sieht das genauso aus. Genau. So ist es. Nein. So. So. So, den können wir wegbauen. Den finde ich hässlich. Nein! Ah, nein, das ist jetzt ganz kacke. Das musste ich jetzt auch machen. Nein. Ah, Mann, ich dachte, jetzt falle ich noch runter. Jetzt habe ich das abgebaut ohne Schere. Das ist ganz schlecht. Ich hoffe mal, jetzt passiert hier nichts weiter an dem Baum, dass hier nicht sich schon wieder Blätter auflösen. Aber okay, müssen wir schauen. Den Zaun lasse ich jetzt da unten liegen. Das ist mir jetzt scheißegal. Wenn der nicht will, dann will er nicht. So. Ist ein bisschen dunkel hier hinten. Ich glaube, ich zünd mal ein paar Fackeln an. Ich mache das jetzt gerne mal hier nachts so. Ich finde das ganz hübsch. Hübsch. Will ich mal machen. Hä? Ich dachte, Fackeln haben wir bis zum Abwinken. Ich dachte, Fackeln haben wir unglaublich viele. Haben wir das irgendwie in der Mine gelassen, unsere Fackeln? Wollten wir damit. Oder haben. Nee, haben wir unsere Fackeln. Haben wir die alle da mal hingelegt, weil wir dachten, da brauchen wir die? Oder. Wir haben diesen Mineneingang. Haben wir es dafür verwendet? Nee, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wir brauchen auch noch Fackeln, um die Wege da hinten auszuleuchten. Ein paar Fackeln stehen da ja schon, aber nicht genug. Muss ich mal schauen. So. Machen wir so. Ein paar Fackeln müssen wir schon machen. Aber Holz ist hier auch so der Grundbaustein, ne? Ohne Holz geht nichts. Ohne Holz ist hier gar nichts. Fackeln brauchst du und wenn man so Holzbaumhäuser macht wie hier gerade, da ist ja Holz ganz besonders wichtig. So, was ich mir aber auch vorstellen kann, nicht nur unten. Oh, nein, 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 nein. Oh, wirklich? Alter, ich habe mich auch schon wieder so verjagt, als explodiert ist. Hässliche Scheißviecher, ganz im Ernst. Wieso? Genau aus dem Grund wollte ich hier ein bisschen mehr Licht hinmachen. So, jetzt mache ich hier aber wirklich ganz viel Licht hin. Schon hier, schon im Voraus.
Da kommt das grüne Arsch einfach auf uns zu. Ich glaub's nicht. Na, aber sehen wir mal, was eigentlich so auf unseren Dächern rumläuft nachts so. Jetzt wissen wir das mal. Echt so ein grünes Arschloch, ne? Mann, 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 Mann. Wie ich die Dinger hasse. So, mach ich noch ein paar mehr Stöckerchen. Dann mache ich da auch. Ah, oh Mann, müssen wir wieder zur Werkbank laufen. Ich will doch nur ein bisschen zaun. Wobei ich glaube, wir haben so viel Holz. Ich glaube, wir machen jetzt mal. Wir brauchen das Holz ja nicht mehr. Momentan. Außer vielleicht nochmal oben für die Plattform. Da können wir nochmal neu holen. Aber als allererstes ist jetzt hier Zaun ganz wichtig. So, ja, machen wir weg. Komm. Machen sollen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Endlich, endlich, endlich. Puh. Das sieht hier schon oben schon ein bisschen imposant aus, muss ich sagen, ne? Auch hier oben mit dem anderen, da hinten mit dem anderen Baum noch. Das sieht schon wirklich sehr imposant aus mit dem Lager. Ich glaube, wir können hier vielleicht nochmal eine Brücke rüberbauen aus Blättern oder so. Das wird auch ziemlich cool aussehen. Das ist eine Blätterbrücke oder so ähnlich. Das wäre auch noch total cool. Oder aus Holz meinetwegen. Aus Blättern würde ich ein bisschen stylischer finden, aber okay. Ist ja alles Geschmackssache. Das finde ich echt cool hier. Das finde ich cool. Das freut mich, dass wir es so hoch geschafft haben. Ich weiß nicht, ich will jetzt ungern hier was mit der Schere wegbauen. Da unten haben wir auch was mit der Schere weggebaut und es hat ja auch nicht so geklappt irgendwie. Nee, das rühren wir hier oben alles nicht an, damit wir hier bloß nichts versauen. Das machen wir dann eben so. So. Müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Und ich glaube, ich mache hier mal. Das ist hier mal so ein Ort, da muss ich die Ranken echt wegmachen. Denn das hier, das geht gar nicht. Kriege ich das noch höher? Kann ich das noch? Ein Stückchen. Ein ganz kleines Stückchen. Nein, geht nicht. Okay. Aber die kommen weg. So. Dann müssen wir jetzt als nächstes. Genau, erstmal hier. Das wollte ich nochmal kurz machen. Da nochmal hier so kurz so zwei Blöcke hinsetzen. So, und dann kann hier. Meinetwegen kann das hier noch so hin. Sonst als allernächstes, genau. Als nächstes müssen wir jetzt gleich nochmal. Die sieht hier so klein aus im Gegensatz zu dem, was wir da oben hingebaut haben. Die Weizen habe ich von da oben gesehen, dass die fertig sind. Die würde ich gerne nochmal abbauen. Abernten. Das Weizenfeld vergesse ich auch immer. Keine Ahnung, das ist so unpräsent hier hinten. Fällt niemanden auf. Aber wir haben uns hier wirklich schon unser, muss ich sagen, unser Imperium aufgebaut, ne? Was wir alles haben da unten. So mehr so die Käfige, dann unser Wohnbereich, dann hier oben noch, dann so eine Aussichtsplattform, hier das Lager, eine Weizenfarm. Also wir haben hier oben wirklich schon massig viel gebaut. Okay. Was wollte ich machen? Ich weiß es nicht. Das gibt's doch nicht. Irgendwas wollte ich schon wieder. Ah ja, genau, ja, ich weiß auch nicht, was hier mit mir los ist. Andauernd vergesse ich's. Zäune. Zäune sind ganz. Fackeln haben wir da unten welche. Und da oben noch so. Also, ich habe mich schon gefragt, wo die Fackeln abgeblieben sind. So, ich hoffe, das war's jetzt mal. Ich habe nämlich schon wieder einen Zombie gehört. Ich glaube aber nicht, dass er hier oben war. Trotzdem ziemlich wenig Zaun, was wir hier haben, ne? So, hier auch nochmal kurz. Wie schnell das hier nachwächst. Die verdammten Ranken. So. Jetzt können wir auch nochmal. So machen wir das. Dann machen wir es hier auch so nochmal. Hier, zack. Zack, fertig. Hier nochmal so. Hier auch nochmal so. Perfekt, haben wir es ein bisschen symmetrisch noch gehalten. Und dann müssen wir mal ganz kurz jetzt das mal hier mit richtigen Fackeln ausleuchten. Also wir machen mal. Hier machen wir einen hin. So. Jetzt ist es hier nochmal. Das ist im Dunkeln ganz gut, weil sonst muss man ja immer am Tag muss man ja immer einschätzen, ab wo es dunkel wird. Das ist also eine gute Arbeit nachts für nachts.
So, können wir hier oben nochmal einen hinmachen. So, die Fackel kann weg. Können wir vielleicht hier nochmal einen hinmachen, wer weiß. Einfach weil wir zu viele Fackeln haben. So. Sieht doch schon einladend aus, oder nicht? Gut, ich weiß nicht, sollen wir das hier so leer lassen? Nee, da muss auch noch irgendwie Safety First, müssen wir noch irgendwas tun. So in Richtung Safety First. Aber das sieht auch schon cool aus, ne? Da unten sieht man schon so die Brücke. So stelle ich mir das ungefähr vor. Nur das wird noch heftiger, wenn der ganze Weg da beleuchtet ist. Alter Falter, wird das gut aussehen. So. Ja, so können wir das machen. Das kann schon, das wird mega hammergeil aussehen, das sage ich euch. Gut, hier unten haben wir jetzt frei, da ist aber nicht so schlimm. Das schwebt jetzt auch so lächerlich in der Luft, fällt mir gerade auf, ne? Aber okay, das sieht nicht ganz so lächerlich aus, wenn es nach oben hin auch wieder so angebracht ist. Dann sieht es so aus, als wäre das total physikalisch. Das physikalisch korrekteste, was man jemals in Minecraft gesehen hat. Das sage ich euch. Das sage ich euch, Leute. Ja, aber ich finde das auch total langweilig, wenn man so physikalisch korrekte Gebäude und sowas baut. Das ist ja nicht der Sinn. Mache ich hier noch so eine Plattform hin, wieder unten. So eine Zwischenplattform, wo man immer dann, wo gleich dann die nächste Treppe nach, von mir aus jetzt rechts rangeklatscht wird. Und dann wird das auch schon. Ja, das ist eine gute Idee, dann können wir hier, das war jetzt zwar aus Versehen, aber wir können jetzt hier wirklich noch so Blöcke dranhängen. Das sieht nochmal ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Machen wir es ja auch nochmal. Zack. Da unten auch nochmal kommen. Und da hinten können wir das vielleicht auch nochmal machen nachher. Finde ich besser, wenn wir das so machen. So, das Lager war ja für uns schon hoch. Aber das ist jetzt nochmal ein Stück höher als das Lager. Der Weg, Alter, scheiße. Das ist total hoch. Ich habe Höhenangst. Ich habe Angst. Ne, aber das ist jetzt wirklich hoch. Das ist wirklich, du kannst hier den ganzen Weg sehen. Wie ich gesagt, das sieht richtig geil aus in der Nacht, wenn das alles beleuchtet ist, der ganze Weg. Mit Fackeln. Alter, ich sag's euch, das wird was geben. Das wird richtig schön. So. Passt. Perfekt. Super. Jetzt klatschen wir schon fast wieder auf den Boden. Ich sehe schon kommen. Ich höre die Knochen schon knacken. Ja, perfekt. Perfekt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Komm. Noch ein bisschen. Noch ein kleines Stück. Wir sind jetzt auf der richtigen Höhe. Wir sind auf der richtigen Höhe. Ich mache das nochmal so. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. So, wir haben es geschafft. Ich hätte die Treppe zwar noch ein bisschen weiter mittig angebracht, vielleicht. Hätten wir vielleicht noch.